Fach- und Meisterbetriebe, der Partner an Ihrer Seite für Wärme, Wasser und Energie. Zum 15. Mal jährt sich dieses Jahr der Röntgenlauf in Remscheid-Lennep und es gibt eine Besonderheit. Zwar sind letztes Jahr schon 11 Mütter mit ihren Kinderwagen eine Strecke von 5 Kilometern mitgelaufen, doch dieses Jahr sind es sage und schreibe 44 Mütter mit Kinderwagen und Kind. Und ich stehe jetzt hier mit Patti von FitDank Baby und sie ist eine der Mitinitiatoren dieser Aktion. Was hat es damit auf sich? Ja, ich habe angefangen mit FitDank Baby Kursen, da war mein Sohn Carlos ein Jahr alt. Und ich habe halt einfach gemerkt, dass Sport mit Baby absolut machbar ist und eben Baby zu haben kein Ausschlusskriterium ist. Und habe dann angefangen mit Indoor-Kursen und irgendwann mich weitergebildet zu Outdoor-Kursen. Da gehen wir mit den Mamas zusammen in den Park rein und machen dort Sport. Da bietet sich natürlich so ein Lauf jetzt auch super an. Jetzt hast du so viele Mädels und Frauen hier zusammenbekommen. Wie fühlt sich das an, wenn man sowas initiiert hat? Unbeschreiblich. Also es ist einfach wunderschön, weil es ist, ich lebe das mit Haut und Haaren und meine Kolleginnen hier im Umkreis auch. Und es ist einfach ganz toll, wie man sieht, alle machen sich zusammen warm und sind mit ihren Kindern hier am Start. Ja, ich denke, für viele Mütter ist es ja auch erstmal nach der Geburt oder wenn man gerade ein Kind bekommen hat, wahrscheinlich auch so, dass man sich unwohl im eigenen Körper fühlt, würde ich jetzt so behaupten. Inwiefern kann FitDank Baby da helfen? Ja, generell ist es so, egal wie toll durchtrainiert eine Mama aussieht, jede ist erst einmal mit ihrem Körper unzufrieden und möchte halt gerne mit Sport beginnen. Die Schwierigkeit liegt einfach da, dass wenn man zum Beispiel in ein Fitnessstudio geht, vielleicht die Trainer nicht unbedingt wissen, wie man mit einer frisch gebackenen Mama umgeht, weil jede Geburt ist anders, jede Anatomie ist dann anders. Und von daher können wir da auch nochmal besonders auf die Besonderheiten einer frisch gebackenen Mutter eingehen. Und da ist ja dann das Kind sozusagen auch mit ein Gewicht oder ein Sportutensil. Inwiefern läuft dann so ein Programm ab? Es ist so, dass wir in den Indoor-Kursen am Warm-up-Teil 15 Minuten die Kinder in einem FitDank Baby-Gurt haben. Das ist ein patentiertes Trainingsgerät, sodass die Kinder am Körper dran sind. Das Trainingsgewicht steigt damit. Und hinterher haben wir verschiedene Übungen, wo die Kinder auch immer wieder mit einbezogen werden können. Super, dann wünsche ich euch auf jeden Fall heute viel Glück und viel Erfolg, vor allem viel Energie für die 5 Kilometer. Dankeschön. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß. Dankeschön. Wir werden uns das Ganze jetzt gleich mal anschauen und hoffen, dass wir sie dann auch im Ziel alle wieder haben, ne? Die 44 Mütter mit ihren Kinderwagen und Kindern. Hi. Wieder mal Leute überreicht uns langsam auf den zweiten Fünfer vor, den wir haben. Damen. Wir gehen mal von der 4 Uhr Zeit aus, also wäre es eine 10:25. Ich stehe jetzt hier mit Jasmin und Saskia. Die beiden sind jetzt schon zum zweiten Mal dabei. Letztes Jahr wart ihr nur 11 Mütter, dieses Mal sind es schon 44 gewesen, zumindest samt Männern auch noch dazu. Ne? Wie war das denn heute? Einfach klasse, hat richtig Spaß gemacht. Und jetzt sind die Kinder schon fast zu alt, um das nächstes Jahr auch noch mal mitzumachen? Also zu schwer eher, als dass sie zu alt wären. Der Kinderwagen wiegt was und so ein Kind, unsere Kinder sind jetzt fast 2 Jahre alt dann nächstes Jahr oder über 2 Jahre. Da kommen schon ein paar Kilos. Dann machen wir den 10-Kilometer-Lauf ohne. Ah, das ist auch gut. Also ihr bleibt fit und macht weiterhin mit. Genau, das ist unser Ziel. Und jetzt ist es natürlich hier in Remscheid auch so, es geht berghoch, bergrunter, Matsch, Regen, wie auch immer. Waren da irgendwelche Beeinträchtigungen während des Laufes? Ja, es ist schon ein bisschen anstrengender natürlich und man verlangsamt das Tempo natürlich auch, aber doch, es war okay. Alle, die noch mitmachen wollen bei sowas mit Babywagen, ein Kinderwagen mit Handbremse wäre super, weil das natürlich auch mal zieht, wenn es den Berg runtergeht. Und wenn man da ein bisschen regulieren kann, ist das schon gut. Also hier die professionellen Tipps von den Frauen, die hier schon öfter mitgemacht haben, das sollte man sich auf jeden Fall merken. Ich habe jetzt hier die Ehre, mit den beiden glücklichen Gewinnern zu stehen. Das sind Katrin und Elia und die beiden sind als erstes ins Ziel gelaufen. Und wie war das denn für euch? Super anstrengend und wir sind glücklich, dass wir es ins Ziel als Erste geschafft haben. Juhu! Yippie, sehr gut. Ja, und wie lief der Lauf? Ich meine, es war schon ein bisschen matschig, glaube ich auch. Es war nicht so ganz einfach, oder? Ja, am Anfang war sehr viel Gedränge. Dann lief es aber, dann entzerrt sich das Ganze so ein bisschen und es ist sehr viel auf der Straße, dann geht's schon.
Super, alles klar. Ja, dann wünsche ich euch heute noch einen ganz schönen Tag und naja, wer weiß, wer nächstes Jahr gewinnt. Dieses Mal war es eine Frau, es waren ja sogar 3 Väter heute dabei, die mitgemacht haben, aber eine Mutter hat heute hier gewonnen. Elia und Katrin gehen jetzt glücklich nach Hause und ich auch und wer weiß, wer nächstes Jahr gewinnt.